Mein heutiges Projekt ist eine riesige Villa im historischen Summit District von St. Paul. Mit sagenhaftem Grundstück, Swimmingpool und einer Garage, in die 9 Autos passen. Innen ist das Haus sogar noch spektakulärer. 15 richtig glamouröse Zimmer mit allen Details. It's magnificent. It's got African, purer Luxus. Mahogany. Alles hier ist aus Mahagoni, das extra aus Afrika importiert wurde. Ein echt seltenes Holz. Es wächst bei uns in Minnesota gar nicht. Fabelhafte Einbauten mit Bleiglas. Allein das Buffet ist schon extravagant. Damals mussten die formalen Zimmer des Hauses sofort Reichtum und Status vermitteln. Damit jeder gleich sah, ich bin reich. Im ersten Stock sind das Herrenschlafzimmer, der Salon und das Damenschlafzimmer. Das rosa Kaminzimmer ist aufwendig mit Vogelaugen-Ahorn verziert. Das Ding ist nicht von 1904, bestimmt auch antik, aber es passt nicht. Genau das ist das Schwierige an diesem Haus. Vieles ist nicht mehr original. Es ist völlig überladen mit Gold, Messing und Kristallen. Eine Küche von 1904 wäre heute völlig veraltet. Das hässliche 70er-Jahre-Modell allerdings auch. Mein Herz blutet weniger wegen der Neuerungen, sondern wegen der Verluste. Das ursprüngliche Bad ist leider komplett zerstört worden. Irgendein Bauträger fand die Fliesen hässlich, also raus damit. Tragisch ist, dass es handgefertigte aus Italien war. Wenn man Fliesen mit dem Presslufthammer rausbrechen muss, ist das eindeutig ein Zeichen, dass sie drin bleiben sollten. Die würden nämlich noch mal 100 Jahre halten. Was nun? Keine Ahnung. Leider ist auch das Puderzimmer, also das Gäste-WC, völlig entkernt worden. Ich muss beide von Grund auf sanieren. Der Plan ist, raus aus den 70ern und zurück zum Glanz von 1904. Ich freue mich drauf. Eine Villa hat alles, was ich mir je erträumt habe. Als Kind dachte ich immer, irgendwann bin ich groß und muss nicht mehr auf dieses Ding steigen. Falsch gedacht. Hallo Minneapolis. Ich schaue rüber nach St. Paul. Dort ist das Zentrum. Und hier die Villa. Also rund 5 bis 10 Minuten Fahrzeit, je nach Verkehr. Als das Haus gebaut wurde, waren es 30 Minuten Kutschfahrt. Heute setze ich alles daran, zu erhalten, was noch übrig ist. Wir drehen also die Zeit zurück, ins Jahr 1904. Am meisten ärgert mich das Gäste-WC. Und damit fange ich an. Das passiert, wenn man Leute ranlässt, die nichts für Restaurierung übrig haben. Der Besitzer meinte, das taugt nichts mehr, raus damit. Falsch. Und wir dürfen das jetzt ausbaden. Das Problem dabei ist, das sind Bleirohre. Sobald die offen liegen, müssen wir alles auf modernen Standard bringen. Hätte hier niemand dran rumgefummelt, wäre ich nicht nur happy, weil es schön war, ich würde mir auch $10.000 sparen. So müssen wir alles neu verlegen. Ich könnte schreien. Auf alten Fotos sieht man, dass das Bad hier unten baugleich zu dem im Obergeschoss war. Mit wunderschönen italienischen Fliesen. Damit fange ich an. Das Bad macht mir echt Kopfschmerzen. Ich weiß, wie es original aussah. Und ich habe mir geschworen, dass es wieder genauso schön wird. Aber wie kriege ich das hin? Bitte lass mich hier 10 Kisten Original-Porzellanfliesen aus Italien finden. 120 Jahre alt. Der Laden ist ein Paradies für antike Türknöpfe, Armaturen, Fliesen und Möbel. Alles aus Abrisshäusern.
Hello, baby puppy. Good shake, there you go. You're a little more well behaved than my pups. Let's go to Thailand. Komm mit in die Fliesenabteilung. 1904. Jahrhundertwende. Subways. I know. Die retten wir leider nie. Zu aufwendig, die von der Wand zu schlagen. Ich wusste, die Chancen sind gering. Aber Antiquitätenhändler sind mit alten Häusern vertraut. Ein winziges Bad. Alles andere war holzvertäfelt. Nur das Bad nicht. Zieh doch die Holzvertäfelung durch. Statt Fliesen? Holz? Scotts Vorschlag ist nicht schlecht, das Bad auch zu vertäfeln. Die Idee klaue ich. Deinen Hund auch. Ellie, do you want to go home with me? Keine Fliesen, dann nehme ich den Hund. Alright, buddy. Thank you. Bye-bye, Nicole. I love Scott's idea. Ich mag die Idee und lass die Fliesensuche sein. Erstmal. Für den Boden brauche ich auch welche. Vorher war hier eine komplette Baustelle und das Bad eine Ruine. Ich habe lange überlegt, was mache ich hier? Ursprünglich war es mit großartigen, handgemachten Porzellanfliesen aus Italien gefliest. Da konnte ich nicht mithalten. Statt das Original nachzuahmen, habe ich es anders gemacht. Gleiche Anmutung, nur ganz anders. Die Eichenelemente sind geblieben. Jetzt ist es elegant und man kann atmen. Statt der Wandfliesen habe ich die Holzvertäfelung aus dem Rest des Hauses fortgesetzt. Und im Keller hatte ich noch antike Bodenfliesen, die sich mit grauer Fugenmasse perfekt einfügen. Das Waschbecken habe ich vom 70er-Jahre-Charme befreit. Jetzt kann es sich wieder sehen lassen. Der Raum hat zwei Türen und ist unter der Treppe gut versteckt. Man sieht ihn nur auf den zweiten Blick. Eins ist sicher, Gäste gehen ja nun mal aufs Gäste-WC. Und wer eins mit Humidor hat, ist garantiert Stadtgespräch. Jetzt ist es luftig und hat Charme. Nicht ganz, was ich wollte. Aber manchmal kriegt man eben nicht, was man will, sondern was man braucht. Hier brauchte ich ein elegantes Gäste-WC, das zu einer Villa von 1904 passt. Hat geklappt.